Warte Julian mal. Muss mal Pisskopf. Was cool. Das ist, ah, guck. Oh, da fährt man sogar direkt dran vorbei. Das ist ja fancy. Wer muss denn nach Vilnius? Hörte sich so an. Oder muss du? Da gar keiner hin? Na, Vilnius muss, glaube ich, keiner. Nee. Utena war das, nicht Vilnius. Ja. Und ja, Daugav Pilsers muss auch aus. Ich fahre eins weiter nach. Jetzt. Was zum Geier macht ihr da? Nicht, ich stelle mich hier hin. Warum? Julian? Ja. Worauf warten wir denn jetzt? Auf euch. Wir sind fertig. Ja, wir warten nur, dass ihr langsam mal. Ich bin rettig. Rettisch. Besser als rattig. Ey, das ist er am Samstag dann, wenn man seine Hose sieht. Ja, nein, bin ich definitiv nicht. Ja, das hast du nicht zu entscheiden. Ja, fahr mal vorbei, Josh. Wie, das, natürlich habe ich das zu entscheiden. Ich steht schon wieder an. Luis hat gerade gesagt, sie hilft dem Juden. Ich will nicht wissen, was sie damit meint. Nichts Gutes, außer Gutes, Julian. Das war Gute. Luisa hilft mir immer. Gegen euch alle. Oh, Julian, ey. Tobi, ganz ehrlich. Nein, Tobi, nein. Nein, Tobi. Ja, Tobi, tu es. Los, Tobi. Ey, James, du überholst dich erst schlimmer als in der Fallen. Weißt du? Also, ich finde dieses Lachen ganz aus ehrlich, dem Hintergrund sehr frisch. Ich finde das auch ganz sehr ehrlich, cool. Wenn du auf der linken Spur fährst, dann fahre ich auf der rechten Spur an dir vorbei. Ja. Das ja, war Tobi, aber gar nicht geplant, ich Tobi, wollte nur nicht Matthias drauffahren. Ah ja. Luisa startet nämlich immer die Hashtag Anti-Julian-Mobbing-Kampagne und ich finde das immer. Nö, finde ich nicht gut. Ich finde das gut. Widerspricht meine F1-Erfahrung. Luisa, Handherz. Ja. Das ist doch nicht Schleim. Nö, das ist kein Schleim. Wenn Julian schleimt, ist er auch krank, dann würde ich ihm auch nicht in die Hose passen. Boah. Boah. Mama, das hat dann auch seine Kanalfarben, oder? Boah. Sorry. Nee, das ist halt immer ganz dunkel. Meinst du, das ist bei Julian grüner Schleim? Ja, wenn es so Schleim ist, ist warum ja fahrt gut. Ihr so langsam? Weil wir hier links abbiegen. Das sagt der! Ich bin jetzt 80 von Landstraße gefahren. Sag mal, du musst dich auch über... Du bist schlimmer nee, als in nee, Julian. Ich bin auf der linken Spur gefahren. Deine Mutter Freundchen. Ist auf der linken Spur gefahren. Jo. Eigentlich ist Robby aber auf der linken Spur. Kanada. Ich bin auf der linken Spur gefahren. Ja, genau. Und du warst auch vor Matthias in der Box. Trotzdem wäre das asozial. Das war eh die beste Aktion ever. Ich fand die super. Im Nachhinein fand ich die auch sehr lustig. In dem Moment hätte ich dich erwürgen können. Ist mir egal. Und die beiden wollen mich dazu kriegen, Formel 1 anzugucken. Josh, was hältst du davon? Sich Formel 1 freiwillig anzugucken. Ja, das Real Life Formel 1. Ja, würdest du das machen? Nein. Sehr gut, Josh. Ja, gut, Josh haben wir ja auch nie dazu verpflichten wollen. Das ja, ich werde dir auch nicht gucken. Dazu verpflichten. Weil ich habe meinen eigenen Willen und ich habe ja, keinen Bock darauf. Noch. Warte mal Samstag ab. Ja, ist mir den egal. Trainieren wir dir noch ab. Nee. Kommt Samstag Formel 1? Sehe ich nicht. Nee. Also. Nur weil du vor anderthalb oder zwei Jahren endlich mal deinen freien Willen gefunden hast. Wo lag er denn? Absolut richtig. In der Gosse. Und James, es ist mittlerweile schon über zwei Jahre her. Fulda. Bin Fulda in der Gosse. Danke fürs Reinziehen, du Sackgesicht. Da war doch Platz. Da war kein Platz. Ja, doch. Also bei mir auf der Map ist da ein Meter weit Platz, ey. War vielleicht schneller als ihr, das ist nicht gut. Das ist ein Spacken, alle zu fahren wir jetzt 90 oder 110? Ja, 90. Wieso 110? Weil Josh gerade 110 war. Ich fahre nicht 110, ich bin gerade so 95 hoch, damit ich hier kurz mal durch die Raststätte heizen kann. Dass deine Geschwindigkeit nicht stimmt, ach wissen so. Wir mittlerweile. Josh, wie spät ist es denn bei dir? Warte mal, ich habe vorhin eine Stunde vorgestellt. Wir haben es jetzt 8.23 Uhr. Ja, das stimmt sogar. Boah, geil, ich bin wieder synchronisiert. Ach, scheiße, was du da? Ich wollte eigentlich da tanken, aber dann hat das so ausgesehen, als wäre das keine Raststätte. Das ist eine Tankstelle. Ja, zu spät. Ich bin ja sogar durchgefahren. Ich finde es auch schön, wie ihr konsequent aneinander vorbeiredet. Ja, das sah aus, als wäre es keine Raststätte, das ist eine Tankstelle. Hat was für sich. James, du fährst nur 85. Aber ich glaube, aber warte mal, Jürgen meinte doch eigentlich auch Tankstelle, weil er tanken wollte. Eine Raststätte kannst du ja nur rasten. Ja, gut. Der eine rostet ein anderer rastet aus.
Ja, ich weiß nur noch nicht, wer wäre. Eine sogenannte Rest-Area. Oder eine Rest-Schnittstelle, Julian. Oh, ja, geil. Aber nur mit Spring Boot, bitte. Kommen da die restlichen Schnittchen hin, die bei irgendwelchen Partys übergeblieben sind? Schnittchen, genau. Die bei Partys übergeblieben. Auf was für Partys gehst du? Achso, das ist dann, wenn du abends um 4 dann vorm Club stehst und jede mitnimmst, die da noch ist. Wertvolle. Kannst du ja am Samstag gar nicht kommen. Nee, das kommen wollte ich auch nicht, Julian. Der Schein reicht. Wenn das gesellschaftlich mir wertvoll sein soll, kannst du Samstag nicht kommen. Nee, stimmt, in Hörde ist ja auch nichts gesellschaftlich Schönes da. Das ist ja völlig klar. Ach ja, es tut mir echt leid, dass du keine Ahnung hast, Schuld. Nein, ich wollte nur die 29 Minuten wieder ausnutzen, nicht über Hörde meckern darf, bevor nicht du ausrastest. Das sind eure 90 eigentlich bei mir 89. Also ich nicht, also das 90. Ist noch viel schlimmer. Also fährst, Tobi. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu irgendwie 110 gegen 90, irgendwie was ich so ähnlich. Also plus minus 1 ist noch vollkommen im Rahmen. Da gibt's Schlimmeres. Ja. Das passt schon, wa? Vielleicht zieht mein LKW einfach besser bergauf als eure. Ja, und man kann das irgendwie, glaube ich, auch mit. Die Toleranz kannst du, glaube ich, von 1 km/h auf 5 oder so stellen. Das hat der James, glaube ich, gemacht. Der hat so eine. Die standardmäßig auf. Nee, ich habe die wieder auf Standard gestellt. Weil sonst bin ich bergab immer permanent schneller gewesen als ihr und das hat mich genervt. Oh, das Zug. Zugstrecke. Ja, schön, da kann man das nicht in Ruhe eingekehrt ist. Ne? Aber schön ist, dass wir jetzt zumindest, wenn wir euch am Hauptbahnhof abholen, dass wir dann nicht mehr eine Stunde fahren müssen. Dann stimmt, vom Hauptbahnhof. Wir steigen in den Hauptbahnhof ein. Vom Hauptbahnhof nach dann, Hörde. Genau, dann fahrt ihr mit dem Transrapid bis Julians Wohnung. In 10 Minuten. U41 und dann. Wer ist ja das Transrapid? Eine der wahlweise vielen Buslinien. Also 427 oder 436. Ja, Julian, erzähl den Leuten noch gleich, wie sie zu dir kommen. Oder 456 oder 453. Also könnt euch. Also ich würde mit der 8 fahren. Die 452. Oder die NE4 oder die NE40. Ja. NE6 doch auch, oder? Ja, alles. Ja. Es fährt alles. Und James, ich habe früher auch immer 462 oder 378 gesagt. Das ist jetzt keine genauere Angabe. Was? Weil hier ist jetzt echt nicht das einzige Haus, wo die Linien dran vorbeifahren. Doch, hä, natürlich. Denkt aber die Ausfahrt ein. Das sehen wir ja Samstag. Ja eben, sie müssen ja nur die eine Haltestelle suchen, wo die Linien alle halten. Ja, eigentlich auch ganz einfach, weil ganz die gibt's nicht. Hörde Bahnhof. Die gibt's halt nicht, außer Hörde Bahnhof, genau. Das wissen auch die wenigsten, ganz Hörde ist nur ein Haus. Ja, das ist ja klar. Absolut. Aber da die den Nachnamen von denen ich kenne, ist das ja egal. Richtig, richtig. Ja, Herr Schockholz. Doch, ein paar Leute kennen sogar meinen Nachnamen tatsächlich. Die Leute, die bei mir im Stream gespendet haben. Ja. Also wenn hast du die gerade angestiftet, dir Geld ins Nein, Team zu hab spenden? Nein, habe ich nicht. Ja, also ich das finde ich jetzt aber schon sehr penetrant, Julian. Das finde ich immer nicht in Ordnung. Sollen die denn bespenden? Ich mache nichts momentan. Also ich würde sagen, Content? Also, wenn ihr wissen wollt, wo Julian wohnt, dann spendet ihm mal im Stream mindestens, sag ich mal, so einen Cent. Genau, dann werdet ihr es zwar immer noch nicht erfahren, aber ihr seid einen Cent günstiger. Und zahlt 500 Euro PayPal-Gebühren. Genau, mir spendet jemand einen Cent und ich bezahle dann 5 Euro PayPal-Gebühren. Ja, mindestens. PayPay-Gebühren. PayPay. Hey, 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 PayPay. Wobei, PayPay kannst du nur bei mir bezahlen. Wann fangen wir eigentlich Samstag an? 18 Uhr, habe ich Sven gesagt. Gut. Wer ist Sven? Der Busfahrer. Du warst im Stream dabei, als wir den eingeladen haben. Mann, Troll. Sorry, komm nie du wieder. Du Troll. So, wir müssten nur dann am Samstag wahrscheinlich noch. Also, ich bestell das Essen ja, aber das wird ja am Samstag frisch gemacht. Das heißt, wir müssten das am Samstag noch abholen. Hot Dogs? Ja. Werden frisch gemacht. Die ganze Samstagmorgen. Lisa hat sich gerade angeboten. Für was? Essen abholen. Ah ja. Also, nicht, dass dann nachher keins mehr da ist. Das hat nichts mit Fett zu tun. Ich erwidere da mal ganz trocken noch. Oh, da wie viel hast du bestellt? Leute. Achtung, Julian fährt tanken. 32 Hot Dogs. Geil, Julian. Ja, ich hab übersehen, dass einfach genial.
Seid ihr jetzt in der Raste stehen geblieben? Nee, Julian nur. Ja, dann fahren wir mal hier ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, dann sollten wir vielleicht mal auf den Seitenstreifen fahren. Ja, okay. Und anhalten. Was das ganz ist praktisch ist, diese Brücke hier, die gefällt mir nämlich irgendwie. Oh, danke James für die, danke für den Trigger. Das, ja. Aus einem ja, ich nicht, erst mal nicht weiter definierten, erfindlichen Grund. Ja, finde ich, also so, ich wüsste auch nicht, warum man hier anhalten sollte. Das ist mir auch vollkommen. Habe ich jetzt 3. Ich habe N. Oh, das ist eine Antwort, die mir gefällt. Das finde ich gut. N-Element N. Ja, das finde ich super, da kannst du auch so viel verstecken hinter, so keine Ahnung. Ich weiß was. Das ist also viel, viel einfacher als keine Ahnung. Ja, ich verstecke hinter Variablen schon seit Jahren meine Noten. Ja, Leute, die halt einfach nicht rechnen können, das ist einfach, jo. Ja, da fühle ich mich jetzt aber auch angeschaut. Ich kann das nur in gewissen Zahlen rein. Du bist 3. Aber den beherrsche ich dafür. Ja, warte mal, ich kann zwischen 0 und 1 rechnen, weil ich bin Informatiker. Ja, Dito. Ja. Wer schon auch immer bei 0 an? Bei mir fangen wir erstmal an, in welchem Körper bewegen wir uns. Warte mal, das ist aber schon wieder, das geht schon wieder echt ein bisschen in sexuelle, das finde ich nicht gut. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich sag ja, Mathematik ist eine sexy Wissenschaft. So. Nein. Nee, das würde, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber Mathematik ist Spaß auch ein anderes Wort für Vagina-Kleber. Ey. Das ist halt einfach versiegelt. Das kann ich nicht bestätigen. Luisa, nee, du kannst gerne losfahren. Du musst ans Mikrofon kommen, sonst hört man dich nicht. Ihr könnt gerne fahren. Ich kann dir Mikrofon einfach einstecken. Ja, dann steck sie doch ein. Oder ich bin überhaupt rausgezogen. Was? Warum ich ihn überhaupt rausgezogen habe? Ja, steck sie doch ein. Warum hast du sie denn rausgezogen? Das ist denn bei euch falsch? Man kann echt nichts mehr sagen, ohne dass die Fünfjährigen anfangen zu lachen. Entschuldigung. Bin im ich sehe auch noch aus wie 5 Julian. Das ist ja das Tolle dabei. Nein, Josh. Du siehst aus wie 16. Nee, wie 15. Ich werde dann noch nach dem Ausweis gefragt, von daher. Das werde ich, glaube ich, schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ja, gut. Ich werde nur noch nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mir meine Gesichtsbehaarung entferne. Ja, das oder auf der Gamescom. Ja, ich oder. Auch. Luisa, was wollte Luisa denn vorhin sagen? Ja, sie kann jetzt reden. Ja, dann. Jetzt will sie nur nicht mehr, das ist halt Frau. Hm? Ich kenne das Problem ja. Ich hab sowas ja auch. Ich hab sowas. Alter. Nein, La Vibe kann das auch. La Vibe. Hab das letztens mal mit ihr geklärt, das passt schon. Passt der Name, ja? Mhm. La Vibe, okay. Ach du Fickfresse! Ja, ich hab gesehen, dass er rechts an dir vorbeigefahren ist. Jetzt bremst der. Was macht ihr denn da jetzt? Luisa, was wolltest du denn sagen? Sprich. Vor mir hat gerade ein Auto dass du nicht von Vagina-Kleber reden darfst. Du nicht. Oh, das ist jetzt aber. Oh, das ist aber schon gemein. Hallo, aber vom Mathematikstudiengang allgemein. Ja, Informatik, ja, Informatik ist auch mega. Ist also Informatik ja, ist ja hat eine Freundin, voll der. Tobi hat eine Freundin. Ne? Ich habe eine Verlobte. Weißt du, Julian, ja, Josh hatte die Freundin aber vor seinem Studium. Ich auch. So. Wer hat sich denn da jetzt auf die Seite gelegt? Das Auto. Was? Er liegt da ja, oder was? Ich hab da ja, so ein scheiß Auto vorbeigefahren. Das ist bestimmt das Auto schuld. Ich hol mir da mal ganz kurz den Abbrecher. Weißt du, das Auto fährt munter weiter. Ja, das Auto ist voll Drecksau, ey. Ja, der hat mich auch schon voll Pulle ausgebremst. Aber das ist einfach das Auto per se. Da kann man alle über einen Kamm scheren. Wirklich, die sind alle gleich. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Vaginalkleber, ne? Ich finde, das ist gute Monetarisierung. Du willst das vertiefen. Ja, du hast das vertieft. Ja, hab ich ja vor, aber das will ja keine. Ja, dann mach. Der will ja keine. Also ich fasse zusammen. Julia stellt sich bei Frauen vor. Und mit dem Angebot, ihr die Vaginalverkleber zu zeigen. Und nein, sich dann die das zu entfernen. Julia, ich will die doch entfernen, Schulter. Julia, du musst auch zuhören. Unter uns. Hast du Lack gesoffen? Ja. Matthias, ich weiß schon, wie wir die Folge nennen. Vaginalkleber oder warum Julian keine Freundin findet. Nee, so heißen schon 500 Folgen, das ist ja langweilig. Echt? Alle 500. Wir benennen alle Folgen nach Vaginalkleber.